Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Unter großem Medienecho kaufte der Ölkonzern Shell 2021 die Next Kraftwerke GmbH. Dieses Vorzeigestartup im Markt der erneuerbaren Energien hatten Jochen Schwill und Hendrik Sämisch 2009 gegründet und zu einem der größten virtuellen Kraftwerke Europas aufgebaut. Nun hat Schwill 2023 ein neues Unternehmen gegründet, Spot My Energy, das den Markt im Bereich von Energiemanagement, Smart Metering und dynamischen Stromtarifen aufmischen will. Welche Bedeutung haben Angebote wie das von Spot My Energy für die Energiewende? Wie steht es um den Smart Meter Rollout in Deutschland? Und wie unterscheiden sich die Herausforderungen an einen Startup von 2009 und 2023? Mein Name ist Tobias Böcklein und über diese Fragen spreche ich jetzt mit Jochen Schwill persönlich. Hallo Jochen. Hallo Tobias, danke für die Einladung. Schön hier zu sein. Ja, war es soweit in Ordnung, was im Vorspann über dich und deine Firmen zu hören war? Ja, absolut. Bis jetzt ist alles richtig. Ich freue mich, dir Rede und Antwort zu stehen. Top. Also du hattest ja mit Next Kraftwerke schon einmal ein sehr erfolgreiches Start-up. Hol uns nochmal kurz ins Boot. 2009, was war damals das Bedürfnis des Marktes sozusagen, auf das Next Kraftwerke reagiert hat? Wie würdest du das beschreiben? Ja, also 2009 war ja wirklich eine andere Dekade, eine andere Zeit. Mhm. Ich beschreibe das heute immer so unter Energiewende 1.0. Ja. Der Weg Richtung 50% erneuerbare Energienintegration, das war wahrscheinlich der einfachere Teil der Integration von erneuerbaren Energien. Und jetzt, weil wir hatten ja immer noch die Kraftwerke und war ja genug Masse sozusagen noch da, um diese fluktuierenden Einspeiser dann auch aufzufangen. Jetzt gehen wir Richtung 100% erneuerbare Energien und das hat natürlich andere Herausforderungen nochmal, weil wir natürlich auch die Kernkraftwerke rausschmeißen, die Kohle rausschmeißen wollen, berechtigterweise. Und da brauchen wir aber natürlich andere Optionen und daran arbeiten wir jetzt mit Spot My Energy. Ja, ihr habt mit Next Kraftwerke damals praktisch kleineren Stromerzeugern aus dem erneuerbaren Energiemarkt sozusagen einen Markt verschafft, kann man das so ausdrücken? Ja, das ist richtig, genau. Also wenn man das so will, wir werden immer kleiner und kleiner, integrieren immer mehr. Ja. Die kleinen waren damals Anlagen, sag ich mal, von 0,5 Megawatt bis 20 Megawatt. Okay. Das war ja ein reines B2B-Geschäft, was wir da gemacht haben. Wir haben sogar angefangen mit Notstromaggregaten. Den ersten Kunden, da bin ich noch mit der Nextbox hingefahren, sogar noch mit dem Bus damals, um das Stadion, den Tivoli in Aachen anzuschließen, ein Notstromaggregat, um das sozusagen auch als Backup-Kapazität für den Strommarkt dann zu integrieren. Mhm. Dann sind wir irgendwann übergegangen zu Biogasanlagen. Das war auch eine gute Entscheidung. Das war am Ende des Tages auch unser Brot- und Buttergeschäft. Haben aber auch große PV-Anlagen, haben da viele integriert und auch Batteriesysteme. Aber alles so im Bereich von Utility Size haben wir das genannt. Also wirklich in dieser Megawattgröße. Ja. Ihr wart natürlich einzigartig in gewisser Weise, habt ja auch viele Preise eingesammelt. Ihr wart aber auch nicht die einzigen. Also ich erinnere mich auch, irgendwann habe ich mal mit einem, der auch so kleine Marktteilnehmer vernetzt hat, zusammengearbeitet. Den gibt's aber nicht mehr. Euch gibt's noch. Also irgendwie habt ihr offensichtlich was auf jeden Fall mal richtig gemacht, was vielleicht andere nicht richtig gemacht haben. Wie würdest du das beschreiben? Was waren so die Kernkompetenzen, dass aus so einer, ich sag mal, im Prinzip ja einfachen Idee, von der Idee her so ein großer Erfolg werden konnte? Tja, das ist immer eine große Frage, ne? Und darüber kann man gut philosophieren. Was waren denn so die Erfolgsfaktoren, die wir da hatten? Ende des Tages bricht man es wahrscheinlich runter in das Team, was wir hatten, was den Unterschied gemacht hat. Das ist ja auch das, was Investoren häufig sagen. Ich investiere nicht in eine gute Idee, sondern in ein Team. Ja. Weil das Team muss es sein, was am Ende des Tages ja die Resilienz hat, auf, sag ich mal, Marktveränderungen zu reagieren und so weiter. Und das hatten wir. Ich glaube, wir hatten dann immer ein tolles Team aufgebaut. Und sehe ich auch heute als meine Kernaufgabe, ein tolles Team zusammenzubringen, zu führen durch die Krise sozusagen und durch die schönen Zeiten. Und dann, glaube ich, kann man ganz viel schaffen. Und das haben wir geschafft mit Next Kraftwerke, eben dieses größte virtuelle Kraftwerk aufzubauen. Das war eine große Leistung.
Es gab auch noch andere, die es versucht haben, das ist ganz richtig. Und es gibt auch noch andere, die es auch noch gibt sogar. Aber ich glaube, Next Kraftwerke war, wenn nicht vielleicht sogar das erfolgreichste Beispiel von einem virtuellen Kraftwerk, was aufgebaut wurde und jetzt in Shell aufgegangen ist. Genau. Das ist 2021 gewesen und du bist jetzt letztes Jahr komplett ausgestiegen. Du hast ja gerade von deinem tollen Team gesprochen. War es schwierig, dich von diesem Team zu verabschieden oder war es schwieriger, dich von dieser Idee zu verabschieden? Ich hätte gedacht, dass mir das schwerfällt und es ist mir gar nicht so schwer gefallen, mich zu verabschieden. Was nicht daran liegt, dass ich nicht immer noch in vielen freundschaftlichen Verhältnissen übrigens mit auch ehemaligen Mitarbeitern verbunden bin. Mhm. Aber trotzdem habe ich gefühlt, dass es das Richtige jetzt ist für das Unternehmen, für die Mitarbeiter und nicht zuletzt auch für mich persönlich. Einen neuen Schritt zu gehen, etwas Neues zu wagen und auch mich davon zu lösen. Als Unternehmer ist man ja sonst auch ein bisschen Gefangener seines eigenen Unternehmens. Mhm. Ich habe mein Leben auch immer so ein bisschen danach ausgerichtet. Und was ich gerne gemacht habe und mit Leidenschaft getan habe, ich will mich gar nicht beschweren, aber die Möglichkeit zu haben, dann auch nochmal etwas Neues tun zu können, das fand ich ganz inspirierend und diese Gelegenheit habe ich gerne ergriffen. Ja, man sagt ja auch, das Ziel eines Unternehmens ist, dass der Unternehmer sich überflüssig macht, glaube ich. Ja, das ist, würde ich unterschreiben, ja. Und an dem Punkt warst du dann offenbar angekommen und das Ganze kann gut auch ohne dich weiterleben. Davon war ich auch da überzeugt. In dem Moment, spätestens als ich die Entscheidung getroffen habe, rauszugehen, und wir haben dann ja auch noch anderthalb Jahre gut weitergearbeitet und an dieser Übergabe auch gearbeitet. Und dann, als ich dann gegangen bin, war das gut möglich. Dann konnte ich da guten Gewissens gehen. Und ich habe mir übrigens heute noch oder gestern Abend noch Stehtische bei Next Kraftwerke ausgeliehen, weil wir hier bei Spotmanagy heute eine Veranstaltung haben und hab angerufen und 5 Minuten später die Stehtische schon abgeholt. Also wir sind in dem Sinne noch in einem sehr guten Verhältnis miteinander. Ja. Das funktioniert wunderbar. Das heißt also, man muss ja auch nicht deswegen also irgendwelche persönlichen Beziehungen aufgeben. Oder ich bin da irgendwie schon noch mit, sag ich mal, verbunden, aber ich gehöre da nicht mehr rein. Ich bin jetzt ein Externer und das ist gut so. Es ist ja auch kein direkter Mitbewerber, was du jetzt neu gegründet hast, aber wir kommen da vielleicht auch mal gleich am Schluss vielleicht sogar noch dazu, ob es da vielleicht sogar Synergieeffekte geben könnte. Aber du hast ja verkauft an Shell zusammen mit deinem Partner. Da ist ja auch das eine oder andere Geld geflossen. Und ich sag mal, du warst recht kurz solo, bevor du das nächste gegründet hast. Also für die 10 Weltreisen hat das nicht gereicht, oder? Hattest du so schnell schon wieder Lust, was zu machen? Ja, also naja, es waren 7 Monate, in denen ich tatsächlich nichts gemacht habe. Okay. Und ein bisschen Zeit für den Müßiggang hatte und mir in dieser Zeit überlegt habe, oder was ich denn jetzt machen möchte. Zugegebenermaßen habe ich das auch schon vorher mir ein bisschen überlegt und bin auch zu dem Schluss gekommen, relativ schnell, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und gerade diese erste Phase der Unternehmensgründung zu begleiten, etwas aufzubauen. Die Energiewende ist ein super spannender Markt. Ich hatte am Anfang kurz erwähnt, Energiewende 1.0 Richtung 50%, jetzt kommt 2.0 Richtung 100%. Und diese Reise ist zu spannend, als dass ich sie mir entgehen lassen möchte. Ich bin jetzt Anfang 40, einfach immer noch sehr viel Lust am Arbeiten und an dem Kreativen in einem Unternehmen zu arbeiten. Deswegen war das jetzt der richtige Schritt, es nochmal zu machen. Und es macht mir unheimlich viel Spaß, jetzt ein neues Unternehmen aufzubauen. Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, was das Bedürfnis des Marktes 2009 war und dass ihr ja damals gar nicht so kleine Player am Markt zusammengefasst habt. Um welche Bedürfnisse des Marktes geht es dieses Mal und was genau bietet ihr dafür an? Spotman Energy vernetzt Autos, Wallboxen, Wärmepumpen und kleine Batteriesysteme in Haushalte. Mhm. Das sind also ein riesiges Potenzial für den deutschen Strommarkt, was wir integrieren möchten, was wir teilwerden lassen möchten und
Kunden können mit der Lösung von Spot My Energy, die beinhaltet einen Smart Meter, der aufzeichnen kann, wann wie viel Strom verbraucht wird, aber auch ein Energiemanagementsystem, was sozusagen diese Geräte direkt anschalten kann, und einen Stromliefervertrag, der am Ende des Tages die Abrechnungsgrundlage dafür gibt. Diesen drei Komponenten können Kunden am Strommarkt partizipieren, insbesondere wenn sie diese Geräte haben, wie zum Beispiel eine Haushaltsbatterie, die häufig mit einer PV-Anlage verbunden ist, können diese Batterien dann auch im Winter mit Strom aus dem Netz günstig geladen werden, wenn zum Beispiel gerade viel Wind da ist. Oder Autos können geladen werden zu Zeiten, wenn der Strom günstig ist in der Nacht, wenn zum Beispiel auch wieder viel Wind da ist. Also wir nutzen da die Flexibilität dieser Geräte. Das heißt also, ein Auto steht ja meistens für den Ladezeitraum 14 Stunden in der Garage oder auf jeden Fall an der Wallbox angeschlossen und lädt eigentlich in dieser Zeit nur 1 bis 2 Stunden. Und wir möchten die besten Zeitpunkte für den Kunden aussuchen, wann das Auto zum Beispiel geladen wird. Ich kann dem vollständig folgen, denn vor meinem Haus steht ein Elektroauto, auf meinem Dach ist eine PV-Anlage und da hinten steht auch noch eine Wärmepumpe. Klasse, du wärst ein super Kunde für uns. Genau, deswegen machen wir doch hier mal gleich das Verkaufsgespräch weiter und bleiben dabei schön allgemein, damit die Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer eher die Prinzipien verstehen. Genau, also wie du schon sagst, das ist die Flexibilisierung und ich habe nun das alles. Ich habe auch ein Energiemanagementsystem. Jetzt bräuchte ich noch einen Stromanbieter mit dynamischen Tarifen. Da bin ich als treuer Stadtwerke-Kunde noch in einem schrecklich teuren Stadtwerke-Tarif und unterstütze sozusagen noch die Busse und die Schiffe meiner Heimatstadt und die Bäder auch. Das ist eine, sagen wir mal, eine Philosophiefrage. Aber ich weiß, dass es auch solche Anbieter ja schon gibt. Wir wollen keine Namen nennen, deswegen würde ich nochmal nachhaken. Klar, also ihr habt das aus einer Hand. Macht ihr auch die Photovoltaikanlagen aufs Dach oder verkauft ihr die Wärmepumpen oder wo ist da genau eure Position? Ja, nein, das machen wir nicht. Wir sind kein Installateur, sondern wir sind der Partner von Installateuren und helfen den Installateuren, ihre Produkte besser an den Mann oder die Frau zu bringen. Das heißt also, mit uns gemeinsam verkaufen sie eben nicht mehr nur Hardware, sondern können neue Use Cases, nennen wir das, dem Kunden anbieten. Eben zum Beispiel, dass der Kunde ein System hat, was eben nicht nur im Sommer die Sonnenenergie vom Dach ernten kann, sondern auch im Winter am Strommarkt partizipieren kann. Dafür bringen wir auch ein bisschen Technik mit, oder das machen wir aber mit dem Installateur gemeinsam. Und das ist auch der beste Moment, um diese, sag ich mal, zusätzliche Installation eines sogenannten Smart Meters durchzuführen. Wenn der Installateur sowieso im Haus ist und wenn er sowieso in der Installation von einer Photovoltaikanlage ist, dann muss eigentlich auch dieser Zählpunkt angefasst werden. Diesen Zeitpunkt dürfen wir nicht verpassen und müssen dann auch einen Smart Meter, ein intelligentes Messsystem einbauen, was zum ersten Mal dann abrechnungsrelevant auch Richtung Strommarkt die Möglichkeit gibt, zu messen, eben nicht nur, wie viel Strom am Ende des Jahres über diesen Zählpunkt geflossen ist, sondern auch, wann wie viel Strom geflossen ist. Weil das wird ja immer wichtiger, Tobias, dass wir die Menschen dazu bringen, ihren Konsum in die Zeiten zu verlegen, wenn der Strom günstig ist oder wenn wir einfach zu viel Strom haben. Zumindest der Konsum, der sich einfach verschieben lässt. Und das ist ja der zum Beispiel der, wo du keine, sag ich mal, Einschränkungen verspürst, wie zum Beispiel das Beladen deines Autos. Du steckst den Stecker rein und unser Algorithmus entscheidet dann einfach, wann das Auto geladen wird. Du kannst zu jeder Zeit natürlich sagen, vollladen bitte jetzt sofort, weil ich will heute Abend noch ins Kino. Aber wenn du sozusagen in deinem normalen Verhalten bist, dann wissen wir auch, wann das Auto wieder benutzt wird und laden es bis zu diesem Zeitpunkt dann eben entsprechend voll, so wie es benötigt wird. Und das macht man dann auf Basis der Strompreiskurve. Und was man dafür eben braucht, ist, dass man einmal diesen Smart Meter installiert und auch ein Energiemanagementsystem. Dafür braucht man auch einen Installateur. Deswegen ist es eben ein guter Zeitpunkt, den nicht zu verpassen, wenn der Installateur sowieso im Haus ist. Und so haben wir dann eben auch als Unternehmen die Entscheidung getroffen, zu sagen,
wir wollen mit Installateuren eine Partnerschaft eingehen und bieten eben Installateuren oder Überinstallateure den Endkunden eben unsere Lösung an, dass sie direkt sozusagen mit dem, dass so eine neue, ein neuer großer Verbraucher, zum Beispiel wie ein Wallbox und ein Auto oder eine Wärmepumpe, dann direkt verbunden wird mit so einer intelligenten Steuerung, um einfach insgesamt die Stromkosten zu reduzieren. Und den dynamischen Stromtarif, kommt der direkt von euch oder ist der auch frei? Der kommt auch von uns. Mhm. Das heißt, wir haben einen Spot-Tarif, den wir anbieten, wo man eben auf Basis sozusagen der günstigsten Strommarktpreise am Spotmarkt dann den Strom verbrauchen kann. Man kann auch sein Verhalten darauf anpassen, natürlich, aber im Wesentlichen ist es erstmal wichtig, dass wir dann die großen Verbraucher automatisch darauf schalten. Aber ganz genau, der Stromtarif kommt von uns. Wir sind auch Stromlieferant. Das heißt also, du bei deinem Stadtwerk müsstest dann die Entscheidung treffen, zu sagen, ich möchte einen modernen Stromanbieter haben, der dynamisch reagiert auf Strompreise und wird es dann eben zu uns wechseln. Da ist es ja gerade so, dass, wenn ich das richtig verstehe, die dynamischen Strompreise künftig von viel mehr angeboten werden. Heißt das, dass da ein Wettbewerbsthema für euch auf euch zukommt? Ja, das ist, also die Hoffnung ist ja insgesamt im Markt, das brauchen wir ja, dass wir darauf reagieren. Uns einfach mal die Zahlen vorstellen. Wir erwarten ja über 200 Gigawatt an Photovoltaikinstallationen in 6 Jahren, also bis zum Jahr 2030. Das ist ungefähr 3-mal mehr, als wir so im Sommer in ganz Deutschland an Strom verbrauchen, in der Spitzeneinspeisung. Dann haben wir einfach immer genug Strom oder zu viel Strom. Mhm. Und wir müssen es eben schaffen, dass der Verbrauch dann auch möglichst in dieser Zeit stattfindet oder in den Randzeiten, dann eben wenn um 7 Uhr abends, wenn ich nach Hause komme und gekocht wird und so weiter, dann auch mein Elektroauto einstecke wahrscheinlich, weil das ist der Rhythmus, ich komme nach Hause, stecke das Auto ein, dass wir diesen Moment vielleicht versuchen zu entlasten und das in die Zeiten reinschieben, wenn wir einfach genug Strom oder zu viel Strom vielleicht haben. Und deswegen ist es gut und deswegen ist es auch der politische Wille und das steckt ja dahinter, das müssen ja viele, also es gibt ja auch eine Verpflichtung, dass jeder Anbieter so etwas anbieten muss. Ja. Deswegen ist es aber auch gut und der Wunsch von dem Regulierer und insgesamt von Deutschland, dass wir einfach in diese, dass wir diesen Anreiz setzen und dass wir das sozusagen auch lernen, den Strom dahin sozusagen zu verbrauchen. Und dafür brauchen wir natürlich auch die Tarife, die uns diesen Anreiz geben. Und genau, deswegen ist das, wird das auch von vielen zukünftig angeboten. Es gibt Studien dazu, die erwarten, dass wir bis zum Jahr 2030 auch wieder 40% der deutschen Haushalte ungefähr in variablen Stromtarifen sein werden. Okay. Und das wäre ja insgesamt eine gute Entwicklung für den Strommarkt. Ja, jetzt hast du den Smart Meter häufiger mal erwähnt und das ist natürlich das Herzstück dieser ganzen Geschichte, mit dem ich ja sowohl Verbräuche als auch Verfügbarkeit von Energie in meinem Haushalt messen kann. Als ich meine Wärmepumpe bekommen habe und der Elektriker kam und ich sagte, er soll noch den Smart Meter einbauen, dann hat er mich etwas mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, was ist ein Smart Meter? Das ist kein Witz. Das ist vielleicht so ein bisschen so ein Thema und deswegen meine Frage, haben wir in Deutschland noch ein bisschen Probleme in dieser Hinsicht mit Smart Meter? Ja, absolut. Also im internationalen Vergleich haben wir ja kaum Smart Meter installiert. Wir sind gerade bei einer Smart Meter Rollout-Quote von 2%. In anderen Ländern sind wir bei 99%. Also ganz eindeutig sind wir da Schlusslicht. Woran liegt denn das? Ja, also wir reden ja seit 10 Jahren über den Rollout von Smart Metern. Aus verschiedenen Faktoren, glaube ich, ist das immer ins Stocken geraten. Im Wesentlichen waren die Hürden, glaube ich, zu groß. Man hat zu viel versucht, also in diesen Smart Meter reinzubringen, zu viele Use Cases und die IT-Security-Hürden waren auch etwas zu hoch, bei gleichzeitig noch zu geringen Anreizen. Und daran hat man jetzt viel gearbeitet. Das heißt also, es gab das Gesetz vor einem Jahr oder gut einem Jahr schon zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, wo vieles vereinfacht wurde auf der einen Seite, auch
Anreize gesetzt wurden, Smart Meter zu bekommen. Ein Großteil der Kosten trägt jetzt der Netzbetreiber davon, so dass es eigentlich gar nicht teurer ist, einen Smart Meter zu bekommen. In gewissen Fällen sogar man mehr zurückbekommt, wenn ich nämlich so eine steuerbare Verbrauchseinrichtung habe, so wie du sie hast, wie eine Wärmepumpe, dann bekomme ich reduzierte Netzentgelte jetzt. Dafür gibt es wieder ein neues Gesetz, was erlassen wurde. Das Energiewirtschaftsgesetz, der Paragraph 14a ist das. Also es gibt verschiedene, sag ich mal, Faktoren, die darauf gearbeitet haben, dass es auch Verpflichtungen gibt zum Einbau einerseits und andererseits Anreize, sodass wir jetzt wirklich davon ausgehen, jetzt aber wirklich nach 10 Jahren, dass der Rollout kommt und wir bei Spot My Energy davon ausgehen, dass wir ungefähr 50% der Messpunkte bis zum Jahr 2030 getauscht haben werden. Das sind 30 Millionen Zählpunkte. Die digitalisiert werden dann bis 2030. Dann sind wir bei 50% ungefähr, was dann ja schon einigermaßen in Ordnung ist, wenn wir die richtigen Zählpunkte austauschen. Okay, jetzt hast du dir natürlich dann einen guten Markt ausgesucht mit deinem neuen Startup, oder? Klingt nach Wachstum. Heißt das jetzt, dass du 2023 mit noch viel mehr Optimismus als 2009 in eine große Erfolgszukunft starten kannst, oder sind die Rahmenbedingungen damals doch besser gewesen? Nee, ich glaube sogar, die Rahmenbedingungen sind heute besser als damals. Okay. Vieles ist auch einfacher für mich persönlich heute zu machen. Also ich werde das ab und zu gefragt, wie ist das denn Gründen heute und Gründen damals? Das kann ich jetzt natürlich auch nur vergleichen. Ich bin ja heute auch eine andere Person, als ich es damals wahrscheinlich war. Das heißt, damals war ich ja auch, ich kam gerade aus dem Studium und hatte selber wenig Erfahrung kann heute natürlich auf etwas ganz anderes zurückgreifen. Und das nehmen mir natürlich auch einige ab, mit denen ich so zusammenarbeite, sowohl auf Kundenseite als auch auf Investorenseite, habe ich dann natürlich jetzt einen viel einfacheren Zugang, als es damals der Fall war. Deswegen ist es für mich heute etwas einfacher, kann man vielleicht sagen. Gleichzeitig sind auch die Rahmenbedingungen noch vorteilhafter wahrscheinlich. Was nicht heißt, dass alles heute einfach ist, das ganz bestimmt nicht, sondern es gibt natürlich trotzdem viel zu tun und Herausforderungen im Markt. Aber die Vorzeichen stehen da ganz gut, würde ich sagen. Okay. Ja, stimmt. Du bist ja auch eigentlich schon eine Personenmarke. Insofern bringst du da noch ganz schön ein Asset mit in dein neues Startup. 14 Jahre oder 15 Jahre war dein letztes Startup her. Wenn wir jetzt 15 Jahre in die Zukunft schauen, wie wird sich Spot My Energy entwickeln? Haben wir dann 100% Smart Meter Abdeckung? Bist du schon in deinem nächsten Projekt? Guck mal für uns in die Glaskugel. Ja, 14 Jahre, das ist eine lange Zeit. Also wir sind fast im Jahr 2040, 38, glaube ich. Ne, dann ist der Kohleausstieg geschafft, Kernenergie ist nicht mehr da. Ja, ich würde sagen, dann könnten wir so bei an die 100% erneuerbare Energien zumindest im Strommix sein. Davon gehe ich dann aus. Der Smart Meter Rollout, das wird dann längst ein verteiltes Feld sein. Das ist, was jetzt sozusagen gerade natürlich irgendwie ein absoluter Umbruch ist, ist dann schon längst geschafft und etabliert. Spot My Energy hat hoffentlich eine Marktrolle sich erarbeitet in diesem Feld, die nicht, und das ist ja unser Ziel, nicht als Nischenplayer da ein Dasein fristet, sondern eine wesentliche Rolle in diesem Markt spielt. Wir wollen natürlich nicht nur uns darauf beschränken, sondern wir wollen insgesamt die, sag ich mal, Energy Flows rund um das Haus bewirtschaften. Wir wollen das Haus, die Bewohner des Hauses so verstehen und so optimieren können, so dass wir, sag ich mal, so wie das große amerikanische Tech-Konzerne über ihre Mobilgeräte machen, so wollen wir das Haus verstehen lernen und das über das Verhalten des Hauses, das Haus zum Beispiel wärmen, bevor die Bewohner nach Hause kommen, das Auto laden, bevor man wieder wegfährt aus dem Haus. Dabei berücksichtigen wir dann den Sonnenschein und den Inflow von Photovoltaik-Elektronen in das Haus. Solche Optimierungen wollen wir natürlich, basierend auf künstlicher Intelligenz aufgebaut haben, das vielleicht auch dann ins Ausland transportiert haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland auch
Welt-Champions bauen können, die gerade in diesem Bereich weltweit eine Rolle spielen können für den, sag ich mal, asiatischen und amerikanischen Markt, wo es uns manchmal schwerfällt, heute, sag ich mal, unsere Führerschaft zu bewahren. So können wir vielleicht in diesem Bereich, tatsächlich in dem smarten Energiebereich, hier etwas aufbauen, was in der Welt eine Rolle spielen kann, in einem Markt, der weit fortgeschritten ist, wo wir eine gewisse Führerschaft heute schon haben, einen sehr liberalisierten Strommarkt haben, was ein Beispiel sein kann für die ganze Welt, früh mit erneuerbaren Energien und damit auch früh mit Smart Grid Lösungen angefangen haben. Deswegen habe ich da ganz gute Hoffnung, dass auch wir als Unternehmen auch international eine Rolle spielen können und dann wieder stolz sozusagen auch Technologien ins Ausland bringen können. Smarte Technologien. Das ist eine Vision, die ich mir vorstellen könnte, die mir gefällt. Sehr cool. Ja, vielen Dank. Vor allem auch noch für diesen ermutigenden Ausblick hinten raus, weil also anfangs dachte ich, ja gut, also so wie ich die Zeiten kenne, hast du das in 5 bis 7 Jahren erreicht und was machst du dann die restlichen 8? Aber ich sag mal, mit der ganzen Welt und mit der Globalisierung dieser Themen, da kann man ja noch ein paar Jahre verbringen und dann fällt ja auch bestimmt wieder was Neues ein 2038. Ja. Bin mir sicher, wir sprechen uns vorher nochmal. Ganz lieben Dank, dass du im Podcast dabei warst, lieber Jochen. Ich habe zu danken. Herzlichen Dank für die Einladung. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns vorher wieder sprechen. Ja, ich hoffe, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, Sie fanden dieses Gespräch ebenfalls unterhaltsam und inhaltsreich. Wenn Sie noch mehr über SpotMy Energy wissen möchten, finden Sie das natürlich auch im Internet unter spotmyenergy.de. Und ich hoffe, wir hören uns in einem der nächsten Podcasts wieder. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Sie sind auch ein Startup aus der Energiewirtschaft? Sektorkopplung wird bei Ihnen großgeschrieben? Dann werden Sie doch Aussteller auf The Smarter E-Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft vom 7. bis 9. Mai 2025 in München. Alle Teilnahmeinformationen sowie Vorteile für Startups finden Sie online unter www.thesmarter.de.